Du denkst, du kennst Salat und dann zack, findest du das neue Buch der Salate aus den 80ern im Sperrmüll. Nummer 1, bunte Reissalat. Nimm eine Schüssel Reis und schmier großzügig den Rest vom Frühstückstisch obendrauf. Servier mit einer Holzschere. 2. Geflügelsalat mit Kiwi. Ganz einfach. Bissle Geflügel, bissle Kiwi. Ertränkt in Mayonnaise. Wegwerfen. Lecker. 3. Laut Buch ein leichtes Essen für unterwegs. Das perfekte Salat zum Mitnehmen. Und nein, es ist nicht das Bananenschiffchen, sondern Kartoffelsalat mit einer ganzen Forelle als Beilage. Egal ob im Zug oder im Büro. Dein ideales Gericht, um menschliche Interaktionen zu entgehen. 4. Salat aus Frühstücksfleisch mit Vinaigrette. Öffne 2 Dosen Frühstücksfleisch. Ein echter Zutat aus ein echter Salatbuch. Und schnitze daraus eine Skulptur in Form eines Tellers Pommes. Als letztes aus der Sonderkapitel kalorienleichtes Salatdessert kommt der Salat namens Fruchtspieß. Appetitlich und mundgerecht werden die verschiedenen Fruchtstücke abwechselnd auf die Holzspieße gesteckt, so lange, bis die letzte Erdbeere sagt, warum sie sich in einem verdammten Salatbuch befindet. Guten Appetit.